Hallo Leute, wir haben heute noch nicht wirklich gevloggt, aber wir fahren jetzt zur goldenen Hochzeit von Tobis Großeltern. Also, ja, wird auch nicht mehr viel passieren heute wahrscheinlich, außer Party, aber mit weniger Film. Hello, guten Morgen, es ist Samstag, wir sind jetzt gerade schon wieder auf dem Sprung. Wir haben, glaube ich, Mittagszeit gerade und wir fahren jetzt nach Berlin Lou abholen, beziehungsweise uns mit Lou treffen zum Essen und sie dann wieder mit nach Hause nehmen. Und vorher noch vorbildlich ein bisschen Müll runterbringen, wenn man eh schon läuft. Und ja, wir sehen uns dann beim Essen. Ich freue mich. Wir gehen zu Peter Pane. Ich habe ganz doll Hunger und das ist so lecker da. Ah. Willst du auch guten Morgen sagen? Guten Morgen. Guten Morgen. Übrigens muss ich euch noch... Ja, guten Mittag. Guckt mal, ich habe eine neue Höhle gekauft für die Mauke und Björni liebt die Höhle. Ist sie nicht süß? Also die Höhle und Björn. Und du bist auch ein bisschen süß. Hallo. Wir sind wieder zu Hause. Und ich habe Lou mitgebracht. Hier, versteckt in meinem Flur. Guckt auf ihr Handy. Und wir waren gerade noch spazieren nach dem Nachhausefahren. Tobi guckt irgendwelche Videos und wir chillen uns auch gleich aufs Sofa, trinken einen Schluck und machen uns das jetzt ganz gemütlich. Aber es war sehr schön gerade im Wald. Wir sind eine Runde durch den Wald spaziert, querfeld eingestapft, haben Pilze gefunden, aber kamen keine essbaren gefunden, sondern einen Haufen anderer Pilze. Und ja, jetzt wird entspannt gechillt und gelümmelt und was getrunken. Ich bin sehr durstig. Und ich glaube, so viel richtig doll, viel mehr wird heute Samstag wahrscheinlich gar nicht passieren. Wir lassen uns mal überraschen. Oh, hallo, der Putz. Guten Morgen, es ist Sonntag, es ist schon fast Mittag, aber ich dachte mir, ich wollte euch total gerne mal noch was zeigen. Und zwar haben wir erzählt, dass Tobi und ich jetzt auf der Suche sind nach einem Grundstück und so weiter und so fort. Und wir sind uns schon sehr, sehr sicher, also so zu 95%, welches Haus es denn werden soll, wenn wir dann mal irgendwann ein Grundstück gefunden haben und gucken halt auch explizit nach Grundstücken, wo dieses Haus flächentechnisch draufpassen würde. Und ich dachte, vielleicht ist es ganz spannend, jetzt zu jetzigem Stand euch mal zu zeigen, welches Haus wir gerne hätten, um dann im Endeffekt zu sehen, ist es das vielleicht wirklich auch oder nicht. Haben wir bis, keine Ahnung, wie lange das dauert, bis wir ein Grundstück haben, vielleicht doch ein Jahr, weiß ich nicht. Wir suchen jetzt schon intensiv eigentlich seit 4, 5 Monaten fast. Also so richtig intensiv, so auf jeden Fall seit 3 Monaten, vorher aber auch immer wieder. Und ja, ich dachte, ich zeige euch das einfach mal, weil das da bestimmt ganz spannend ist, was so unser jetziger Stand ist. Erstmal habe ich eine kleine 3D-Ansicht von der Firma an sich auf der Internetseite. So würde es von außen aber nicht aussehen, so farblich. Und wir wollen noch einige Änderungen machen, wenn dann mit den Fenstern und so. Aber da hatten wir auch schon ein Gespräch mit dem Architekten und das war sehr, sehr cool. Auch die Firma finden wir sehr gut. Und dann habe ich eine kleine App, mit der ich das maßstabsgetreu nachanimiert habe und dann könnten wir uns eine 3D-Ansicht, wie das drinnen aussehen soll, angucken. Ich habe einen kleinen Knall, wenn es um sowas geht. Ich kann mich da sehr krass reinsteigern in Ideen. Ist manchmal nicht sehr vorteilhaft, wenn man dann doch ein bisschen enttäuscht wird. Aber es macht mir Spaß. Also ich zeige es euch mal. So, das wäre jetzt das Haus von außen gesehen. Halt dann hinten mit Terrasse und hier wollen wir wahrscheinlich, wenn dann kleinere Fenster, weil das ist das Arbeitszimmer und hat halt bodentiefe Fenster und hier vielleicht auch, weil diese Fenster sind halt da, wo das Sofa eigentlich steht und also wahrscheinlich und ja, deswegen also so ein bisschen in die Richtung wird es schon gehen, weil wir das Haus vom Grundriss halt einfach mega gut finden. Apropos Grundriss, ich zeige euch den mal. Ja, also quasi hier ist denn der Eingang, dann hat man hier ein Gästebad, wo auch eine Dusche drin ist.
Dieser Raum hier, der große, wäre das Wäscheraum und Heizungsraum. Das wäre hier das Büro. Dann, was übelst geil ist, was wir beide richtig toll finden, ist diese freistehende Treppe, wo hier oben so ein Geländer ist. Das zeige ich euch gleich in der nächsten Etage. Und hier über der Essecke ist so ein Luftraum. Also man hat richtig, richtig viel Platz nach oben. Ja, dann habe ich hier einfach so random eine Küche reingebastelt, damit das in 3D halt auch irgendwie cool aussieht. Aber das soll schon so sein mit Kücheninsel und so. Und dann gibt es hier noch eine Speisekammer, wo man direkt aus der Küche Zugriff hat. Und dann, oh, Verwirrung, ey. Dann wollen wir gerne noch einen Kamin haben, der jetzt an sich extra natürlich kostet in dem Haus. Und ja, hier wäre dann so die Ecke fürs Wohnzimmer. Ich habe jetzt hier terrassentechnisch einfach nur was hingebastelt, weil wir gerne schon eine Terrasse hätten. Aber ist die Frage, wann man sich das dann leisten kann. So, jetzt gucken wir mal auf den ersten Stock. So, und das ist jetzt quasi, also diese Wand, die ihr jetzt hier oben seht, ist keine Wand, sondern eigentlich ein Geländer nur, und man kann nach unten auf den Esstisch gucken. Also hier wäre dann der Esstisch quasi, was ganz geil ist. Und hier ist halt eigentlich die Treppe, deswegen ist hier dieser schwarze Klumpen. Dann kommt man hier hoch, hat den langen Flur, hat hier unten das Schlafzimmer, eine Garderobe. Hier sind zwei gleich große Kinderzimmer und ein großes Badezimmer mit Badewanne, Dusche. Und wahrscheinlich wollen wir dann hier auch noch so eine kleine Wand bei dem Klo und mal gucken. Also, wir haben uns schon so ein paar Gedanken gemacht, aber das hilft uns jetzt auch nicht so viel, wenn wir kein Grundstück finden, wo wir das Haus draufstellen können. Von daher, ja. Aber ich dachte, ich zeige euch das schon mal, was so gerade der Stand ist. Ich hoffe, das ging jetzt halbwegs mit dem Bildschirm abfilmen, weil das ja immer ein bisschen nervig ist. Aber wird schon. Wird schon gepasst haben irgendwie. Ja, mal sehen, wir lassen uns überraschen, ob das dann das ist, was es später wird, weil so wie sich ja gerade die Grundstückspreise hier bei uns in der Nähe und die Verfügbarkeit von Grundstücken gestaltet, kann das wahrscheinlich leider noch ein paar viele Monate dauern, bis wir da mal ein Grundstück kriegen. Das ist sehr ärgerlich. Ah, naja, egal, ich glaube, es findet niemand sofort ein tollen Grundstück. Also wenn, dann ist das ein richtiger Glücksgriff. Und ja, die Grundstückssuche und Hausbau und so ist, glaube ich, ein sehr langes Projekt. Aber ich bin an sich sehr aufgeregt darüber und sehr gespannt, wie das alles wird. Und ich hoffe nur, dass es irgendwann mal was wird. Das wäre schön. Ich bin ein bisschen ungeduldig. Also für mich sind so lange Monatsspannen auf etwas zu warten und immer wieder zu gucken und so und nichts zu kriegen und so, das ist immer ein bisschen frustrierend für mich. Da bin ich nicht ganz so gut drin. Ach so, ich habe euch auch noch gar nicht gezeigt, dass meine Unterlagen jetzt angekommen sind für meinen Fernlehrgang. Und ja, ich habe den jetzt auch mit Tobi mir mal angeguckt. Ich kann euch das mal kurz zeigen, ohne so richtig Werbung zu machen. Also ich habe hier so eine ganz vielen Hefte bekommen. Das ist jetzt hier zum Beispiel Heft 1. Und, na toll, dann ist da eh immer der Titel drauf. So, dann ist es jetzt quasi hier das erste Buch, um was es halt geht. Und das ist halt so ein relativ schmales Buch. Aber die sind halt extrem krass zusammengefasst schon, die ganzen Themen. Und ich glaube, so wie ich das jetzt überlesen habe und so, finde ich das sehr gut. Also es sind halt auch Sachen, die ich selber in meiner Ausbildung schon hatte, die nochmal vertieft werden. Aber ich denke mal, dass sich das für mich auszahlen würde. Ich bin da sehr optimistisch und ich, ja, also ich weiß halt, dass man bei uns zumindest, ich weiß nicht, wie das in euren Bundesländern ist, ich glaube, das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei uns kann man tatsächlich eigentlich einfach so Kita-Leitung werden, aber meistens nur, wenn man ganz viele Jahre Berufserfahrung hat und, also blöd gesagt, sind bei uns ganz viele Leitungen einfach nur, weil sie alt sind und schon lange in ihrem Beruf arbeiten. Was nicht immer dazu führt, dass die auch wirklich an sich von Leitungstätigkeiten, da gehört ja auch ziemlich viel rechtliche Grundlagen mit dazu, so generell Teammanagement, Leitung von einem Team sein, auch Finanzen, Bilanzierungen und so weiter gehört ja rein theoretisch auch mit dazu. Und ich glaube, davon haben die meisten, die dann einfach so, dadurch, dass sie eben einen Haufen an Erfahrung haben, nicht so viel Ahnung. Und ich hoffe halt, dass ich das ein bisschen
erstmal mit einem Haufen Wissen, so alle Kleinigkeiten dadurch lerne jetzt über das Jahr, was die Fortbildung gehen wird. Und dann halt einfach mit der Erfahrung, dass ich quasi wieder dieses Wissen habe und es mit gedanklich oder eben wirklich auch umsetztechnisch anwenden kann, dass ich dadurch sehr gute Chancen habe, dann irgendwann auch mal als Leitung zu arbeiten. Genau, und das ist halt so mein Ziel. Bin ganz optimistisch und werde, glaube ich, heute schon mal tatsächlich damit anfangen, mir schon mal ein bisschen einen Überblick zu verschaffen und nochmal rauszusuchen, wie lange ich ungefähr für was brauchen sollte. Und ja, das machen wir jetzt. Jetzt habe ich ganz schön viel gequatscht. Ah, naja, mal sehen. Sorry, wird wahrscheinlich ein langer Vlog, nur weil ich so viel rede jetzt an einem Tag. Morgen. Es ist Montag. Ich bin so müde. Ich habe so schlecht geschlafen die Nacht. Ich habe die ganze Zeit mein Gehirn nicht ausgekriegt. Kennt ihr das, wenn man die ganze Zeit über irgendwas nachdenkt? Ich habe die ganze Zeit über irgendwelche Grundstücke, die wir gerade eventuell und für die man sich bewerben könnte und vielleicht kriegt man ja, und habe mir da irgendwelche Sachen überlegt, ob da ein Haus, das Haus, das wir gehen hätten, drauf passt und nicht. Es ist so total ein Rotz, was man sich nachts nicht überlegen muss, vor allem nicht sofort, weil das halt eine Sache ist, die sich jetzt noch zieht. Ja, demzufolge bin ich sehr müde. Und ja, ich koche mir gerade Reis. Also falls ihr es neben Blubbern hört, es liegt am Reis. Ich koche mir Reis für die Arbeit. Ich habe noch Currysoße im Kühlschrank und mache mir dann Reis und Curry als Mittag auf Arbeit. Und ja, habe mich geschminkt. Bisschen. Wie ihr eben gesehen habt, hatte ich heute so Augenpads drunter, weil meine Augenringe waren richtig angeschwollen. Ich finde, man sieht sie immer noch, obwohl ich Concealer drauf habe, aber gut. Da müssen wir heute mit leben. Und Tobi ist jetzt schon seit, oh Gott, wie spät ist es mittlerweile? Seit knapp fast einer Stunde weg. Also es ist jetzt gleich um 7. Tobi ist seit um kurz nach 6 los zur Arbeit. Und ich habe jetzt noch ein paar E-Mails geschrieben, paar Sachen, die wir noch brauchen, um eben für manche Grundstücke uns zu bewerben und so. Also ich meine, wahrscheinlich wird es bei den meisten Grundstücken eh nichts, aber ich habe halt dem Kredittypi geschrieben, weil wir da so eine Bestätigung brauchen und mein Reis kocht ein bisschen Joel. Und ja, da nochmal ein paar Sachen geklärt. Ich hoffe, dass wir da die nächsten Tage Antwort kriegen, dann können wir uns wenigstens bewerben, auch wenn es dann eben nichts wird. Aber wir müssen es halt jetzt einfach bei allem, was irgendwie in Frage kommt, mal versuchen, weil das nicht so einfach ist mit Grundstücken. Ja, und ich kümmere mich jetzt noch um den Reis, Frühstück, die Katzen haben schon Frühstück und dann sollte ich mir was Vernünftiges anziehen. Ich habe noch mein Schlafi an. muss halt eigentlich erst um 9 arbeiten. Aber ich werde ein bisschen früher hinfahren, da ich ja im Urlaub war und ich weiß, dass meine andere Kollegin aus meiner Gruppe die ganze Zeit krank ist und ich nicht weiß. Also ich habe heute eigentlich Eingewöhnungen. Ich weiß noch nicht, ob 2 gleichzeitig oder nur eine, und das muss ich vorher nochmal rausfinden. Und dann für die Kinder, die kommen, einen Platz vorbereiten, dass die sich willkommen fühlen. Und deswegen muss ich ein bisschen vorher da sein, weil um 9 kommen die eigentlich schon. Und ja, das ist so der Plan. Heute Nachmittag muss ich mich unbedingt mal hinsetzen und mit der Weiterbildung schon mal anfangen. Ich habe bisher noch gar nicht angefangen, auch so ein bisschen reingeblättert. So der Plan. Ja. Ich habe auch gerade noch den Blog hochgeladen vom letzten Donnerstag und die Beschreibung und das Thumbnail noch gemacht und Abspann und so weiter. Und jetzt, ja, wie gesagt, Frühstück, Mittag kochen, Wäsche zusammenlegen und dann mal gucken, wie viel Zeit ich noch habe. Wahrscheinlich muss ich dann bald los. Like getting blood out of the storm.
fahre jetzt los zur Arbeit. Ich muss mal meinen Schlüssel schnappen. Und dann, ja, sehen wir uns heute Nachmittag, würde ich sagen. Oh, es ist geiles Wetter. Ich hoffe, wir können rausgehen. Das ist immer das Geilste. Alles klar. Bis später, Leute. Wir sehen uns. Tschüss, bis später. Hab ich schon später gesagt? Später. Hallo, meine Lieben. Ich bin gerade nach Hause gekommen und habe jetzt schnell noch einen Kaffee gemacht und setze mich jetzt gleich an meine Weiterbildung und fange mal an, mit dem ersten Heft ein bisschen mir was zu arbeiten. Ich habe eigentlich nicht so Bock. Es ist jetzt 17 Uhr, glaube ich. Aber egal, ich mache jetzt eine Stunde. Ich habe mir schon einen Timer gestellt. Und dann, ich muss mich jetzt dazu zwingen, das als Routine einzuplanen, sonst wird das nie was, die ganze Nummer über ein Jahr. Also los. So Leute, es ist jetzt Nacht, Abend. Also es ist schon dunkel, aber es ist eigentlich erst abends. Warum ist es so gestreift? Was ist da los? Alexa, Schlafzimmer auf 100%. Jetzt ist es wieder weg. Warum war denn, das war doch noch nie, dass der Hintergrund streifig war, wenn es dunkel war. Egal. Jedenfalls ist es jetzt sehr spät. Ich ziehe mir jetzt Schlafi an und dann gehe ich schlafen. Ich bin sehr müde. Ich habe jetzt noch ein bisschen Abendbrot gegessen natürlich nach dem Lernen und dann halt schön noch auf dem Sofa gekuschelt und Narcos geguckt. Und das Wort mit Montag. Wir sehen uns am Dienstag. Guten Morgen. Ich krieg Pickel. Wir haben es jetzt kurz vor 6 und ich mache mich jetzt fertig. Und ganz wichtig, ich habe Kaffee. Sehr gut. Tobi geht jetzt und ich bin ganz überbelichtet. Guten Morgen und tschüss. Hallo und tschüss. Meine Kamera hört einfach auf zu filmen, aus dem Nichts. Warum? Naja, egal. Jedenfalls wollte ich gerade sagen, ich habe jetzt eine Stunde gefilmt. Ey, ich bin schon richtig Matsch in der Ich habe jetzt eine Stunde gelernt. Jetzt haben wir es 8.30 Uhr und ich fahre genau jetzt, nachdem ich mit euch aufgehört habe zu sprechen, los zur Arbeit. Und bin dann heute bis 16 Uhr arbeiten. Und dann später noch habe ich noch einen Termin. Ich habe jetzt nochmal alles, so sonst was ich sonst so mache, ein bisschen heute Morgen im Schnelldurchlauf gemacht. Das mit dem Lernen hat auch tatsächlich heute wirklich gut funktioniert. Gestern Abend ging es auch. Aber ich glaube tatsächlich, das Vormittagslernen, wenn ich das schaffe durch die Arbeitszeit, gefällt mir noch besser, weil ich dann Feierabend habe, wenn ich Feierabend habe. Also dann stehe ich da lieber viel früher auf, obwohl ich ausschlafen könnte und lerne früh. Also das ist bisher, glaube ich, ganz gute Möglichkeit für mich. Mal sehen, wie weit wir das so durchziehen. Wird sich eh von Woche zu Woche und Tag zu Tag unterscheiden, weil je nachdem, wie ich halt arbeiten muss, muss ich das drumherum planen. Aber ja, ich habe mir jetzt angefangen, das immer in den Kalender auch einzuplanen, die Stunde. Und wenn ich gelernt habe, im Handy quasi, schalte doch mal mein Gesicht scharf, im Handy quasi so einen Timer angeschalten von einer Stunde, 10 Minuten oder einer Stunde, je nachdem, wie lange ich Zeit hatte, damit ich nicht ständig auf die Uhr gucken muss, sondern einfach nur schreiben kann. Und ich weiß, ich komme jetzt nicht so spät oder so, weil mein Handy dann einfach mich vorher, ja, rauszieht. Und habe mir aber auch einen Puffer eingeplant, falls ich jetzt beim Wecker oder so immer noch was Wichtiges aufschreiben müsste und noch nicht ganz mit dem Kopf fertig bin, dass ich halt genug Zeit habe, um einfach noch zu sagen, ich mache jetzt noch kurz 5 Minuten und dann bin ich fertig. Genau. Und jetzt gehe ich arbeiten. Bis später. Ich kriege nachher neue Nägel nach der Arbeit. Hello, ich bin zu Hause. Tobi ist auch zu Hause, weil er ist schon länger zu Hause. Er war beim Friseur. Schauen Sie, wie schön er aussieht. War schon wieder und ein neuer. Echt? Der liebe geschnitten überall. Echt? Meine Kamera hört neuerdings ständig auf, selber zu filmen. Das hat die vorhin schon gemacht. Ah! Noch einen Grund, mit der großen zu filmen. Ja, nein, die ist so schwer. Die ist nicht schwer. Mann, doch. Die hat 20 Kilo so drauf. Ja, ich habe gerade 20 Kilo so Katzenstrips in die 4. Etage getragen. Aber in die 5. hat es Tobi dann getragen. Ich war beim Nägel machen. Und habe eine Retoure weggebracht. Nach der Arbeit noch. Und war noch einkaufen. Das Katzenzeug und ich bin ganz müde und kaputt. Katzenfutter, ja, Katzenzeug. Ich habe Katzenfutter und Katzenstreu geholt. Also Zeug für die Katzen. Ich musste kurz mal gucken, dass die Kartoffeln nicht überkochen. Und mir tut alles weh. Ich habe nicht richtig viel gegessen und ich bin jetzt richtig mänglich. Ich esse jetzt mit Tobi Fischstäbchen. Wir essen. Also ich esse Veggie-Fischstäbchen, er isst Backfisch und mit Kartoffelpü und Dillsoße. Mmh.
Hallo, guten Morgen. Ich filme jetzt mal mit der anderen Kamera, mit der Canon. Die ist ein bisschen schwer und wir haben hier wenig Licht, deswegen sehe ich so rot aus. Aber egal, ich wollte euch guten Morgen sagen. Ich habe jetzt gerade noch eine Stunde gelernt wieder. Und ja, ich glaube, ich komme tatsächlich im ersten Heft bisher sehr gut voran. Aber das sind auch viele Sachen, die ich schon mal gehört habe. Ich bin heute richtig Knülle, habe gar keine Lust. Aber egal. Das Lernen war jetzt sehr gut. Jetzt muss ich zur Arbeit. Es ist um 8. Ich muss heute früher zur Arbeit, weil noch eine Kollegin ausgefallen ist. Und ja, dann habe ich heute wieder eine Eingewöhnung. Und die ist auch relativ herausfordernd für mich. Und wenn man so müde ist, ist es ein bisschen, ich gebe mein Bestes. Und danach, ach nee, ich wollte gerade sagen, danach habe ich ja Feierabend, kann mich ausruhen. Aber nein, wir haben heute noch Dienstberatung. Also ich komme heute erst ganz spät nach Hause. Ich glaube erst um 19:30 oder so. Dann melde ich mich vielleicht nochmal kurz. Tobi ist auch schon wieder pünktlich los, wie immer. Also der geht immer kurz nach 6 los. Und ja, bis später. Heute ist nicht so viel produktiver Tag, glaube ich. Ich glaube, ich muss gerade mal nachdenken, ob heute schon der letzte Tag ist, den wir vloggen, oder Donnerstag auch noch vloggen. Das fällt mir bestimmt bis morgen ein. Okay, Leute, dann bis später. So viele Stunden, bis wir uns wiedersehen. Egal. Motivation. Es regnet nicht. Wir können rausgehen. Wup, wup. Hallo Leute. Es ist Nachmittagabend und meine Dienstberatung ist ausgefallen. Und der Pickel wird immer röter. Ich war jetzt mit Tobi noch einkaufen. Wir wollten eigentlich morgen einkaufen fahren. Kann aber sein, dass ich morgen ein bisschen länger arbeiten muss als gedacht. Und deswegen haben wir das gleich heute gemacht. Da steht da hinten in der Küche. Wink mal, man sieht dich. Hallo. Hallo. Ja, er macht gerade Abendbrot. Also wir essen heute Pommes und ich mache mir Nuggets und er isst Würstchen oder so. Und ja, oh sorry. Ich glaube, viele Leute finden das eklig mit den Ohren. Ich hoffe, ihr könnt es ertragen, weil ich habe da keinen Bock, jedes Mal, wenn ich filme, noch Tunnel reinzuspopseln, weil ich laufe halt so rum. Sorry dafür. Und ja, es ist Mittwoch. Der Tag ist fast rum. Morgen ist Donnerstag. Ich bin froh, wenn die Woche rum ist, ehrlich gesagt. Irgendwie bin ich echt Knülle. Ich muss mich erst wieder ans Normale, also ans Frühaufstehen und viel Arbeiten gewöhnen. Tatsächlich ist bei mir beim Urlaub immer so, dass ich da irgendwie die erste Woche so ein bisschen durchhänge. Na gut, wir essen jetzt. Ich wollte euch nur Bescheid sagen, was wir jetzt essen machen. Und dass ich doch keine Dienstberatung hatte und deswegen habe ich Zeit gehabt. Ich grabbel mir immer im Gesicht rum beim Filmen. Sorry, aber ist gut. Gute Nacht, Freunde. Alexa, Schlafzimmer aus. So, guten Morgen, meine Lieben. Ich bin quasi mit dem ersten Teil des Morgens fertig. Wir haben jetzt um 7. Wir sind wieder so seit 1,5 Stunden wach. Tobi ist wieder um 6 los, so wie immer. Der Ablauf ändert sich nicht groß. Und ja, jetzt habe ich dann halt noch ein bisschen gefrühstückt, mich irgendwie ein bisschen fertig gemacht, hatte heute nicht so richtig Bock auf viel Schminke. Und ja, Hauskram gemacht, Wäsche zusammengelegt, abgewaschen, Katzen versorgt, Wäsche in die Waschmaschine geschmissen. Also halt nur so Krams, den man halt noch so fertig haben will, bevor man losgeht. Und ja, jetzt habe ich noch 1,5 Stunden fast Zeit, also 1 Stunde 20 Minuten ungefähr. Stelle mir jetzt wieder einen Timer auf meinem Handy und dann geht's weiter mit meinem Lernen. So, dann lernen wir jetzt eben zusammen, okay? Aber du musst mir dann helfen. Ich glaube, wir lernen jetzt was über Stress, Björn. Wenn Björn auf meinem Schoß ist, bin ich gar nicht gestresst. Weil dann ist es nämlich ganz schön süß. Na, bin ich ganz schön süß. Hallo, ich bin wieder zu Hause. Ich habe Feierabend. Tobi ist auch schon länger zu Hause und hat Feierabend. Also länger, ja doch, seit einer Stunde. Ich habe mich jetzt erstmal in Schlafi geschmissen und mir meine Bettdecke mit aufs Sofa genommen. Und jetzt wird sich hingelümmelt
und meine Haare sehen ganz grandios aus. Ich muss unbedingt meinen Ansatz nachfärben. Wenn man einen blonden Ansatz hat, sieht das immer aus, als hätte man kahle Stellen. Das ist super. First World Problems. Das Abschminken hat ja heute richtig gut funktioniert. Hast du schon? Ja. Sieht man aber nicht. Kleid, du bist sehr aufdringlich gerade, weißt du das? Ja, ich liebe dich auch, aber wir müssen noch Tschüss sagen. Sag mal Tschüss, Schatz. Tschüss, Schatz. Tschüss, Schatz, ja. Gute Nacht und viel Spaß beim nächsten Vlog. Kleid, der letzte Satz ist deiner. Ja.